Und jetzt kommt natürlich die Frage, warum haben diese Menschen diese innere Sicherheit nicht? Und da müssen wir tatsächlich in dieses Thema der Bindungsforschung reinschauen und uns fragen, woher kommt diese Unsicherheit? Und das hat was mit ganz frühkindlichen Erfahrungen zu tun, wo es um das Thema Bindungstrauma geht, Entwicklungstraumamuster. Ja. Und da sind wir im Grunde wieder im Bereich der sogenannten Normopathie. Ja. Denn damit kann man verstehen, wie dieses Emotionsmuster bei den Menschen entsteht. Also wenn die Geburt traumatisch war, Kaiserschnittgeburt, eingeleitete Geburt, Impfungen, alles, was letztendlich das Kind letztendlich in seinem Empfinden gefährdet, frühkindlich. Das hat noch keinen ausgebildeten Intellekt, noch kein Ego. Es ist einfach nur im Sein. So, und jetzt wird es bedroht. Das können Temperaturreize sein. Es weiß einfach nur, es hört den Schlag des Herzens der Mutter nicht mehr. Es ist irgendwie im luftleeren Raum. Es erzeugt Panik. Das heißt, die Stressachse von so einem jungen Säugling ist extrem getriggert in dem Moment. Ja. Und das wirkt sich nachher auf das ganze Leben auf. Das wirkt sich auf die Gehirnentwicklung aus. Das wirkt sich auf die Reifung aus. Und wenn das dann so weitergeht, dass dann also durch die Krippe, Kindergarteneinrichtungen sehr früh eine Fremdbetreuung stattfindet und das Kind dadurch immer wieder in fremde Obhut gegeben wird und dadurch diesen Bezug zur eigenen Mutter, Vater, also diese wichtigen Bezugspersonen nicht hat, jedenfalls nicht beständig hat, dann fühlt es sich natürlich auch nicht sicher in der Welt, weil diese Konstanz ist nicht da und die ist so wichtig in den ersten Lebensjahren. Später nicht mehr so, aber am Anfang ist es wichtig. Ja. So, und das wird natürlich dann weitergetrieben mit Schule. Ja, Stichwort unsichtbarer Lehrplan, alleine Zwang, allein das mit Gewaltanwendung, die Kinder in die Schule gezwungen werden, auch wenn sie es vielleicht nicht wollen oder vielleicht noch gar nicht die Reife dafür haben und so weiter. Und plus, was dann Deutschland dort. Deutschland und Nordkorea, ne? Ja, ja. Aber wahrscheinlich wird dann von hier auch die Wende kommen müssen. Ja, da, wo es sozusagen besonders dunkel ist, muss auch viel Licht wieder hin. Also kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall, diese frühkindlichen Bindungstraumata führen dann auch dazu, dass Bindungslücken entstehen, die dann wieder mit Gleichaltrigen geschlossen werden. Dann haben wir das Phänomen der gleichaltrigen Orientierung, ein Massenphänomen, was auch zeigt, warum so viele junge Menschen, ich sag mal, schon so unreif sind und auch die Sprache. Und dieses ist eine Subkultur, die sich daraus gebildet hat. Ja, dass sich natürlich durch die Digitalisierung die Möglichkeiten, mit den ganzen Smartphones miteinander zu kommunizieren, extrem ausgeweitet hat. Ja. Und wir können das wirklich sehen, wenn man das mal über Generationen beobachtet, das Niveau sinkt. Ja. Das nimmt. Und immer mehr Kindergärten werden gebaut und das wird als Fortschritt verkauft. Dadurch wird immer mehr Bindungslosigkeit erzeugt. Ja. Ja? Weil die Menschen, die jungen Eltern, nicht darüber aufgeklärt sind. Weil sie vielleicht selber diese Bindungslosigkeit erlebt haben als Kinder, allen voran jetzt auch in der DDR. Ja, gerade in der DDR wird ja immer wieder gesagt, ja, aber wir haben doch das Soziale sofort entwickelt und das war noch gut. Das hat uns doch nicht geschadet. Ja. Ich habe andere Befunde. Wenn man keinen Vergleich hat, wenn man nur noch unter Geschädigten sich befindet, dann hat man keinen Vergleich. Dann wird man nicht feststellen, dass man geschädigt ist oder ich sag mal, von einer Geisteskrankheit befallen ist. Du brauchst den Unterschied, den Vergleich. So. Und wie gesagt, wenn man das verstanden hat, dass wir durch dieses System, was in unseren Köpfen ist und alle dran glauben, dass es ein Fortschritt ist, massenweise emotional unreife Pflichterfüller, die gebrochen wurden, hervorbringt. Da müssen wir uns wirklich Gedanken machen über die Zukunft. Und ich rede von den nächsten 10 Jahren, das kann dramatisch werden. Weil dann sind die, sag ich mal, diejenigen, die jetzt bestimmte Schlüsselpositionen innehaben, in Rente, weg, auch immer, wo auch immer. Und dann kommt diese unreife Nachhut. So. Und wir sehen es ja zum Teil schon in der Politik, was sich da für Gestalten herumtun, die ja auch sehr unreif sind in ihrem Verhalten, werden aber gefördert, weil offensichtlich bestimmte Kreise das möchten. So. Da kann man jetzt lange drüber diskutieren, aber entscheidend ist, dass wir gucken, wo können wir selber den Hebel ansetzen. Das ist für mich immer der Spruch, wo kann ich meine eigene Ohnmacht in Macht, oder, also nicht in Allmacht im Sinne, dass ich über andere stehe, sondern über mich, dass ich über mich Macht wieder zurückbekomme. Ja, Selbstermächtigung. Selbstermächtigung, dass ich meine, man könnte sagen, diese offenen Bedürfnisse infolge von Traumamustern bei mir selber stille, damit ich wirklich in eine Haltung komme, in eine innere Haltung, in der ich wirklich freie Wahl habe, also wirklich frei bin, zu wählen und nicht aus einer Bedürftigkeit heraus diese Wahl emotional eingefärbt treffe, so muss man es vielleicht sagen. Oder einfach unbewusste Muster, Gedanken.